So, moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe eine neue Info für euch am Start bezüglich des Gewinnspiels Schlag den Zeddy. Weil ich da jetzt so ein bisschen unzufrieden bin, das dauert schon ungefähr einen Monat. Ich habe heute die 6000 Abos erreicht, erstmal vielen Dank an euch. Aber ich bin da jetzt wirklich unzufrieden, seit einem Monat läuft es schon und es will nicht so richtig in die Gänge kommen, wie ich mir das damals vorgestellt habe, als ich es angefangen habe. Ich dachte mir so, ja, dass man vielleicht so ein bis zwei Livestreams in der Woche hinbekommt, solange bis ich geschlagen werde, dass ich dann das nächste Projekt starten kann. Aber jetzt zieht es sich wirklich schon seit einem Monat. Die Leute, die ich anschreibe, die antworten zum Teil gar nicht, zum Teil erst drei, vier Tage später. Ich denke mir, hey, die haben am Gewinnspiel teilgenommen, es wäre jetzt fair, da jetzt einfach mal zu warten. Hab da auch mal eine kleine Umfrage gemacht, jeder war da auf jeden Fall fast eindeutig der Meinung, ja, warten auf die Leute. Nur jetzt ist so ein bisschen, ja, die Lust an dem Ganzen verloren gegangen, weil ich einfach nur noch mit Warten beschäftigt bin. Der eine schreibt halt gleich, ja, er hat keine Zeit. Der andere schreibt 4, 5 Tage später, ja, er hat Zeit. Und danach schreibe ich, okay, wann? Und dann kommt wieder keine Antwort. Und es zieht sich einfach wirklich extrem lang. Und andere Leute fragen, ja, wann geht's denn weiter? Ich will auch drankommen, alles mögliche. Und einfach den Leuten, die wirklich aktiv sind, die da mitmachen möchten, den, ja, gebe ich jetzt die Chance, dass es einfach schneller vorangeht. Und zwar, ich habe jetzt eine kleine Regeländerung für euch am Start. Und zwar, weil ich permanent am Gucken bin, wer ist denn jetzt der Nächste, ich schreibe ihn an, warte 3, 4 Tage und es passiert einfach nichts, sind jetzt die Leute, die Teilnehmer, die sind jetzt gefragt, die müssen sich jetzt bei mir melden. Einfach, dann habe ich weniger Stress, ich muss mir keine Gedanken machen und sehe dann gleich, okay, wenn sich einer nicht meldet, dann hat er einfach Pech gehabt, weil ich habe es jetzt so probiert, das ging jetzt schief, muss ich wirklich so sagen. Und deswegen, die Leute müssen sich jetzt bei mir melden. Es sind jetzt noch insgesamt, also von den 10 Leuten, die ich jetzt gezogen habe, 2 habe ich bereits besiegt, jetzt sind es noch 8 offen. Creeper Gamer hat leider keine PS4, der hat nur PC, deswegen sind es eigentlich noch 7. Von den 7 Leuten habe ich jetzt von, ich glaube, 4 gar keine Antwort. Und von 2, die waren sich jetzt noch irgendwie unsicher oder irgendwie so. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe jetzt auch ein bisschen Übersicht verloren, bin ein bisschen lustlos, da jetzt engagiert weiterzumachen. Deswegen rufe ich die Leute jetzt auf, die, wo jetzt noch offen sind, ich blende es im Hintergrund ein, die sollen sich jetzt bei mir melden. Und zwar bis Samstag, 24 Uhr habt ihr Zeit. Schreibt unter dieses Kommentar, ich würde am Sonntag gerne einen Livestream machen, Schlag den Zeddy. Die Leute, die sich bis Samstag 24 Uhr von den 7 Teilnehmern, die ihr jetzt im Hintergrund seht, das ist einmal der Gaming Boy PvP, das ist Westside, das ist Finn Kehl, das ist Elias Killer, das sind ja alle Leute, die ihr im Hintergrund seht. Ja, die sollen sich auf jeden Fall bei mir melden, sollen es unter die Kommentare schreiben, wann sie am Sonntag Zeit haben für den Livestream, gegen mich im Schlag den Zeddy anzutreten, um ein Unlock All zu gewinnen und 15 Euro PSN-Guthaben zu gewinnen. Und derjenige, der halt am Sonntag mir geschrieben hat, bis Sonntag oder Samstagnacht geschrieben hat, dass er am Sonntag Zeit hat um die Uhrzeit, gegen den werde ich antreten. Falls, ich glaube langsam nicht dran, dass es mehrere Leute sein werden, die schreiben werden, dass sie am Sonntag gegen mich antreten möchten und Zeit haben. Aber falls es doch den unwahrscheinlichen Fall geben sollte, dass sich 2 Leute gleichzeitig melden und sagen, du, die haben am Sonntag Zeit, gegen mich anzutreten, dann werde ich den zuerst dran nehmen, den ich auch damals als erstes gezogen hatte. Das heißt, wenn jetzt Gaming Boy sich meldet und irgendein anderes Elias Killer oder so, dann werde ich Gaming Boy dran nehmen, weil der war der erste, den ich gezogen habe. Und ja, so wird es einfach von oben herunter. Keine Ahnung, wie soll ich denn sagen. Also ich nehme den dran, der auf jeden Fall weiter oben steht in der Hierarchie. Und ja, vielleicht kann sich es dann vielleicht noch einrichten, dass ich vielleicht anschließend nochmal den nächsten Teilnehmer dran nehme. Aber so ist im Moment der Stand der Dinge. Also schreibt die 7 Leute, die jetzt noch offen sind, schreibt es mir in die Kommentare, wann ihr am Sonntag Zeit habt für einen Livestream. Falls der eine sagt, hey, gerade am Sonntag habe ich nicht Zeit, sondern nur am Samstag oder nur am Montag oder nur am Dienstag, dann soll auch er das in die Kommentare reinschreiben, weil falls es am Sonntag doch nicht klappt, weil sich keiner meldet oder sonst irgendein Scheiß passiert, dann kann ich auf den noch zurückgreifen. Aber eigentlich habe ich vor, Sonntag eine neue Folge Schlag den Grab zu machen. Falls das Ganze jetzt hier nichts gebracht hat, dann werde ich am Sonntag neue ziehen und wieder eine neue Regeländerung machen. Und ja, damit das Ganze jetzt hier mal beendet wird. Ich möchte den Unlock All endlich los haben. Ich möchte euch das Guthaben schenken und ich möchte noch ein paar geile Livestreams mit euch machen. Also Jungs, oder hauptsächlich die 7 Teilnehmer, schreibt es in die Kommentare, ob ihr am Sonntag Zeit habt. Und wenn ja, dann wann?
Und wenn ihr nicht am Sonntag Zeit habt, dann schreibt daran in die Kommentare, wann ihr Zeit habt. Also ich werde jetzt keinen mehr anschreiben. Es tut mir leid für Tobias Tickes, weil du bist eigentlich der Einzige, den ich jetzt nicht angeschrieben habe, wo ich eigentlich ja auch jetzt kurz davor hatte, die Motivation verloren habe, die Leute anzuschreiben. Also, ich will weitermachen, also schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten gibt es am Sonntag 10 neue Teilnehmer. Das war's mit dem Video und wir sehen uns spätestens am Sonntag zum Livestream. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.